Und ich habe heute eigentlich eine ziemlich wichtige Sache hier zu besprechen. Und da wäre ich auch um ein paar mehr Zuhörer dankbar. Also wer das jetzt irgendwie hört, begebe sich doch bitte mal Richtung Bühne. Wir freuen uns hier alle, dass Cannabis dieses Jahr vielleicht oder nächstes Jahr oder auch übernächstes Jahr vielleicht dann legalisiert wird. Wir freuen uns auch, dass keine Leute mehr in den Knast kommen. Wir haben heute aus der Politik gehört, dass vielleicht sogar eine Amnestie geplant ist. In ferner Zukunft, ja, alles schön, alles gut. Und wo wir gar nicht drüber reden, ist über unsere europäischen Nachbarn, mit denen wir ja einen gemeinsamen Binnenmarkt haben und die das irgendwie alles auch noch abnicken müssen. Und last but not least, die teilweise eine Cannabispolitik betreiben. Dagegen ist die Cannabispolitik von Putin noch menschlich. Das möchte ich mal sagen, ja. Ich möchte hier in keinster Weise den Angriff auf die Ukraine relativieren. Ja, wir haben aber auch mitbekommen, die US-Basketballerin ist wegen 0,7 Gramm Öl jetzt in Russland zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ja? Ein klares politisches Urteil. Vor ungefähr 6 Wochen ist ein Lehrer, auch aus den USA, das ist gar nicht so publik geworden, wegen 13 Gramm medizinischem Cannabis zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden in Russland. Auch das ein klar politisch motiviertes Urteil. So, wo leider keiner drüber redet. Vor 5 Jahren sind in Griechenland 2 Berliner Jungs wegen 80 Cannabispflanzen zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zu einer lebenslänglichen, wegen 80 Cannabispflanzen. Damals habe ich den Fall, der ist mir hier privat zugetragen worden, ich habe einen Artikel im Weißmagazin darüber geschrieben. Daraufhin haben 1 oder 2 größere Zeitungen auch Artikel darüber gebracht. Da gab es ein bisschen Support vom Botschafter, der ist dann ab und zu ins Gefängnis gekommen. Unmenschliche Bedingungen. Lebenslänglich heißt in Griechenland eigentlich 20 Jahre Haft. So wie bei uns lebenslänglich 15 heißt, wegen einem einfachen Cannabisdelikt. Und dann wurde es irgendwie nach langem Hin und Her erreicht, dass wir denen von hier aus einen besseren Anwalt besorgen konnten und dass eine Berufungsverhandlung stattgegeben wurde. Das Problem dabei ist, die Berufungsverhandlung findet bis heute nicht statt. Die beiden Jungs sitzen seit 2017 nach einem sehr fragwürdigen Urteil, die ganze Verhandlung hat 20 Minuten gedauert, im Knast. Der THC-Gehalt vom Cannabis wurde gar nicht festgestellt. Die wurden aufgrund von 80 Cannabispflanzen verurteilt. Und lebenslänglich in Griechenland im Knast möchte ich nicht sitzen, möchte keiner von euch sitzen und hat jemand für 80 Cannabispflanzen aber ganz und gar nicht verdient. Sowas wird auf der internationalen Ebene, auf politischer Ebene derzeit gar nicht besprochen. Ja? Und ich finde, wer die Möglichkeit hat, wer den Arsch in der Hose hat, seinen Abgeordneten wegen diesem Fall mal anzuschreiben, der sollte das bitte tun, weil die beiden wären heute auch gern zur Hanfparade gekommen. Ja? Die sind jahrelang auch gekommen. Jetzt sitzen sie in Griechenland im Knast. Und all das sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns freuen, dass Cannabis legalisiert wird, dass nicht nur in Griechenland, sondern auch in den USA und auch bei uns Leute mit langen, langen Haftstrafen für gewaltfreie Cannabisdelikte immer noch einsitzen. Ich möchte hier nicht auf die Parteien schimpfen, ich sage immer, das ist auch ein gewisses Spiegelbild der Gesellschaft, unsere politische Lage und es geht einfach darum, dass wir langsam mal verstehen, dass man für Cannabisdelikte, egal welche politischer Couleur man angehört, keine Haftstrafen verdient hat, die dann auch noch über langjährige Haftstrafen, wo es keine Opfer gibt. Ja, da müssen wir gar nicht von einer politischen Couleur reden. Es gibt auch durchaus konservatives Klientel, die das schon verstanden hat. Und es gibt auch durchaus liberales oder fortschrittliches Klientel, die das alle noch nicht verstanden haben. Und da geht es in meinen Augen viel mehr um Menschlichkeit und nicht um Politik. Und ja, bin ich froh, dass jetzt noch ein paar Leute hier nach vorne gekommen sind. Ich würde sagen, wir grüßen einmal nach Griechenland und ich erinnere nochmal an den Steffen Geier heute Morgen. Wer weiß denn noch, was der Steffen heute Morgen gesagt hat? Cannabis raus aus dem BTMG. Einmal noch, dann darf der Götz Friedmann auf die Bühne. Cannabis. Vielen Dank.